Wir wussten ja auch, wer betroffen war, und uns ist nochmal deutlich geworden, was für ein mutiges und direktes Engagement auch in den Nerv des Staates diese Umweltbibliothek war. Ja. Jeder war namentlich in die höchsten Leitungsstrukturen bekannt. Ich stehe heute vor der Zionskirche, und zwar zusammen mit Tom Sello und mit Michael Radatz, denn die beiden haben hier eine gemeinsame Geschichte. Und zwar hat die was zusammen zu tun mit der Zionskirche und mit der Umweltbibliothek. Und vielleicht als allererstes mal die Frage, was war eigentlich die Umweltbibliothek? Das war kurz gesagt eine der bekanntesten Oppositionsgruppen in der DDR. Die Bekanntheit hat sie hauptsächlich der Stadtsicherheit zu verdanken. Mhm. Weil die Stadtsicherheit 1987, im November 1987, mit der Staatsanwaltschaft in die Räume des Pfarrhauses eingedrungen ist. In den Kellerräumen des Pfarrhauses war die Umweltbibliothek untergebracht. Ja. Und dagegen, gegen diese Durchsuchung, Beschlagnahmung von Materialien und Vervielfältigungsgeräten und die Verhaftung von 7 Mitarbeitern der Umweltbibliothek gab es also massive Proteste innerhalb der DDR, aber auch im Westen. Und für diese Umweltbibliothek brauchte es Druckmaschinen damals, und die haben Sie geschmuggelt aus West-Berlin nach Ost-Berlin. Wie ist das abgelaufen? Das war ich natürlich nicht alleine, sondern dieses Umweltthema, das hat uns alle sehr beschäftigt in dieser Stadt, in Ost und West. Mhm. Man konnte es förmlich riechen. Und es gab einen großen Kreis von West-Berlinern, die immer mal wieder Teile für Druckmaschinen auch in die Umweltbibliothek hier hinter der Kirche gebracht haben. Mhm. Und dann hatte man mal eine Kurbel zum Beispiel im Gepäck oder eine Walze, was auch immer man brauchte für diese Matrizenmaschinen, die benutzt wurden, die auch einen sehr speziellen Geruch hatten. Und wenn Sie diese jeweiligen Teile über die Grenze geschmuggelt haben, das war ja, also Schmuggeln ist etwas Illegales, das heißt, das war sicherlich mit Angst verbunden. Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht auch für Sie beide in diesem Zusammenhang? Naja, also wir Westberliner hatten immer ein bisschen Angst, wenn wir über die Grenze gingen. Das klingt jetzt lustig, weil es war natürlich nicht mit einer großen Gefahr verbunden, aber wir wurden natürlich an der Grenze schon mit den Methoden dieser Grenzer und der Diktatur auch konfrontiert. Mhm. Also man wurde immer mit Namen angesprochen, man wurde direkt laut auch konfrontiert, und da hat man schon eine Ahnung, was die Kollegen auf der anderen Seite erlebten, auch in den Gemeinden erlebten. Und wie war das für Sie hier dann vor Ort mit diesen geschmuggelten Gegenständen? Ja, wir brauchten die Teile, die Materialien aus dem Westen, um die Maschinen zu betreiben, um sozusagen unsere Informationen, die Samizdatblätter, Flugblätter, Untergrundzeitschriften zu produzieren. Es gab ja keine andere Möglichkeit. Ja. Man muss sich in die Zeit zurückversetzen. Es gab keine Computer, es gab keine Druckereien, die frei drucken konnten. Alles musste genehmigt werden, was in der DDR in irgendeiner Druckerei hergestellt wurde. Copyshops war das ähnlich, also sehr begrenzt. Also auch das gab es kaum. Und die es gab, da wurde kontrolliert, was vervielfältigt wurde. Die einzige Möglichkeit, die man für Vervielfältigung hatte, war die Handschrift, die Schreibmaschine und der Fotoapparat. Mhm. Und wir alle wissen, dass bei der Handschrift und auch Schreibmaschine das gut nachvollziehbar ist, wer das hergestellt hat. Also war das auch nicht so eine ideale Möglichkeit. Und einige wenige Gruppen versuchten also mit Wachsmatrizenmaschinen, die entweder von Kirchgemeinden zur Verfügung gestellt wurden oder, sagen wir mal, auf irgendeinem Weg in die DDR kamen. Das hat zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter der Grünen gemacht. Der hat ein solches Gerät nach Berlin, nach Ost-Berlin geschmuggelt. Ein anderes kam über Polen herein. Und dafür brauchten wir aber auch die Ersatzteile, das Material, also Matrizen, Farbe und so weiter. Mhm.
Und das war immer eine beschwerliche Sache, denn das haben nicht viele gemacht, solche Teile transportiert, wie Michael schon gesagt hat. Letztlich konnte eigentlich nicht viel passieren, außer dass man Einreiseverbot bekam. Aber auch selbst das wollte man ja nicht riskieren mit den wenigen Kontakten, die es gab, die man hatte. Und meistens waren es Journalisten oder Diplomaten, die also solche Materialien denn mitbrachten. Aber da natürlich auch nicht alle. Ja. Also es musste ja verlässlich sein. Da bedurfte es eines entsprechenden Vertrauens, dass man sicher sein konnte, dass da nicht rumgequatscht wurde und so weiter. Und Sie haben vorhin erzählt, 1987 gab es die Durchsuchung von der Staatssicherheit und auch die Verhaftung. Wie haben Sie denn von dem Erlebnis gehört? Wie haben Sie davon erfahren? Also das ging natürlich rum wie ein Lauffeuer. Das hat uns sehr beschäftigt. Also wir wussten ja auch, wer betroffen war. Und uns ist nochmal deutlich geworden, was für ein mutiges und direktes Engagement auch in den Nerv des Staates diese Umweltbibliothek war. Ja. Jeder war namentlich in die höchsten Leitungsstrukturen bekannt. Und das hat uns natürlich auch beschäftigt, weil das kannten wir auch in dieser Form nicht, dass euer Widerstand und eure einzelnen Worte, eure einzelnen Plakate eine so große Kraft hatten. Wenn Sie jetzt zurückblicken, das Ganze ist jetzt 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist in diesem Jahr. Sie waren damals ungefähr so alt, wie Ihre Kinder jetzt sind. Was denken Sie, wenn Sie das jetzt vergleichen im Blick auf die Geschehnisse, die heute passieren? Also muss ich, kleine Korrektur, ich war damals jünger, als meine Kinder sind. Okay. Ja. Also so ist das mit den Zeitläuften. Ich war 32 Jahre alt beim Mauerfall. Und wie soll ich sagen, das war natürlich von meiner Seite her auch ein jugendliches Aufbegehren, der Widerspruch gegen den Staat und neben den politischen Ideen und Vorstellungen, die man hatte. Und wenn ich zurückblicke, dann ist das ein frohes, ein glückliches Zurückblicken auf 1989. Dass die Mauer gefallen ist, dass die Diktatur beseitigt wurde und alles, was es danach an Veränderungen gegeben hat, ob das jetzt hier im Umfeld ist, wenn wir uns den Kiez angucken, in dem ich seit 1980 wohne, welche Veränderungen, welche Ruinen das gewesen sind damals und wie es jetzt hier aussieht, also wie die Lebensumstände sind, aber auch die allgemeingesellschaftlichen Möglichkeiten, alles das, was wir damals an Freiheiten und Rechten eingefordert haben, diese Rechte und Freiheiten, die haben wir jetzt. Auch wenn es manchmal, sagen wir mal, nicht angenehm ist, was da alles zu hören ist, aber wir haben die Freiheiten, wir können mitmachen, wir können gestalten und das ist sehr viel wert. Ja, ist es. Und Herr Radatz, was bedeutet Ihr Handeln von damals für Ihr Handeln heute, jetzt? Das ist für mich eine ganz prägende Zeit. Also ich war 24, als die Mauer fiel. Und auch die Begegnung mit euch ist eine ganz prägende Auseinandersetzung für mich gewesen und ist für mich in meinem Handeln heute nach wie vor wichtig. Also in der Verantwortung in der Kirche, weil wir eben erlebt haben, dass die Kirchengebäude und auch die Gemeinden Orte waren, an denen Menschen zusammenkommen konnten, ihren Widerspruch ausdrücken konnten und auch das sagen konnten, wie sie sich die Zukunft vorstellen, wie sie sich Freiheit und Gerechtigkeit und Solidarität vorstellen. Und das hat eigentlich in allem, was wir tun, ob wir Haushaltspläne aufstellen oder Gebäude sanieren oder Gemeinden aufbauen, spielt das immer wieder eine Rolle, diese starke Erfahrung von gerade der Vorwendezeit, in der wir so zusammengekommen sind. Und wenn man heute die unter 30-Jährigen in Hongkong sieht, erinnert man sich wieder daran. Die sagen, wir fließen wie Wasser durch die Straßen. Das ist auch so ein Lebensgefühl, das verbinde ich mit dieser Zeit. Wir haben diese Mauer, die wie so ein Naturgesetz auf uns wirkte, wir haben die irgendwie umflossen. Das war großartig. Wenn ich da mal noch anknüpfen darf und das noch ein bisschen vielleicht schärfen kann dadurch auch. Also das ist meine Lieblingskirche. Und zwar nicht nur aus
architektonischen Gründen. Ja. Das hat auch mit der Gemeinde zu tun. Ja. Es war eben nicht selbstverständlich, dass Kirchengemeinden oppositionellen Gruppen Unterschlupf gegeben haben. Ja. Also das wird jetzt manchmal ein bisschen anders dargestellt. Es war in der Kirche genauso wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Es gab bestimmte Leute, die haben sich stark gemacht, die haben Mut gehabt, die haben sich über Widerstände hinweggesetzt und die haben auch den staatlichen Angriffen Paroli geboten. Aber das haben nicht alle gemacht, dazu haben sich nicht alle getraut. Und deshalb ist es eben das Besondere, dass die Gemeinde und der Pfarrer hinter der Umweltbibliothek hier gestanden haben. Oder denn im Jahre 1989, dass die Mahnwache an der Gethsemane-Kirche stattfinden kann. Um es ganz klar zu sagen, es wurden viele Kirchgemeinden gefragt, ob die Mahnwache 1989 dort stattfinden kann. Und die Gethsemane-Kirche war die Einzige, die Gemeinde war die Einzige, die dem zugestimmt hat. Und das waren eben auch einzelne Menschen, die diese Angst überwunden haben. Also die sich wie in der Gethsemane-Gemeinde in die Tür gestellt haben und gesagt haben, so, ihr kommt hier nicht rein, ihr Schläger. Das ist unser Raum. Und das ist ein Schatz gewesen, den es in anderen Ländern nicht gab. Ich habe ja zu der Zeit in Prag studiert und die Kirchengebäude waren nicht Eigentum der Kirche und dadurch waren das nicht so starke Schutzräume wie eben hier. Aber trotz Schutzraum mussten Einzelne mutig sein und sagen, ich habe zwar Angst, aber ich mache das jetzt. Die sind einfach gesprungen und haben euch aufgenommen. Also danke, vielen Dank. Mich beeindruckt das sehr, mich beeindruckt dieses Handeln. Mich motiviert es auch, heute auch aufzustehen und für Dinge einzutreten, für die wir heute stehen, dank unserer Meinungsfreiheit, dank der Freiheit zu glauben und öffentlich auch zur Kirche heute gehen zu können, ohne Probleme zu bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, danke für das Gespräch. Danke.